Ja, schönen guten Tag. Wir sind hier wieder vor Ort, diesmal mit Metal of Honor Airborne in der Multiplayer-Map Nijmegen, die es auch erst mit Patch 1.3 gibt. Der 38 Special hier wieder schön am Rumballern mit der K98, wie schon gesagt. Ja, ist auch eine seiner Lieblingswaffen auf jeden Fall. Die Überraschung hier ist natürlich mal wieder erst auch vor Ort. Live aus München zugeschaltet jetzt 38 Special. Hallo. Ja, hallo. 38 Special. Wie klingt denn das? Das heißt 38, mein Lieber. Ah, okay. Nein. Ja, das Video liegt eigentlich schon eine ganze Zeit lang rum, wurde damals aufgenommen. Einfach so aus spaßeshalber. Und jetzt haben wir uns einfach mal gedacht, das ist so gut, das können wir jetzt hier public präsentieren. So ist es. Und du hast hier mal wieder sehr schön abgeräumt, wie auch bei Call of Duty, ne? Natürlich gegen die Amis, ist klar. Ja, ich finde es ja ziemlich unfair. Es gab ja auch deutsche Fallschirmjäger, das waren ja auch sozusagen die Elitetruppen oder einer der Elitetruppen der Deutschen. Finde ich sehr schade, dass die hier nicht mit Fallschirm abspringen dürfen. Das war auch der einzige Grund, warum ich ab und zu mal die Amis gespielt habe. Ja, aber hat ja auch was, wenn du dann halt sozusagen von unten die Vögel da runterholst, ne? Ja. Also was immer sehr schön war hier eigentlich, dass man länger braucht, also dass nicht hier der One-Hit-Kill ist wie in Call of Duty mit dem Messer oder früher mit dem Schaft, dass man sondern hier öfters draufhauen muss. Was aber ein bisschen nervig ist hier, vor allen Dingen bei den ganzen Abschüssen, man merkt es, da ist irgendwie so ein bisschen die Kollisionsabfrage, die fehlt da irgendwie so ein bisschen, die ist irgendwie fehlerhaft. Dauert teilweise ziemlich lang, bis der dann wirklich umkippt. Man sieht ihn noch weiter rennen, das ist ja wirklich gestört hat. Sonst, Ja. was bemerkenswert ist, die Ragdoll ist deutlich besser als bei allen Call of Duty Teilen. Auch die neuesten Teile können da eigentlich nicht so wirklich mithalten. Da stimme ich Aber zu. es ist eben Unreal Engine 3. Wer Unreal Tournament 3 gespielt hat, der weiß, wovon ich rede. Und es ist eben hier die gleiche Engine und von dem her eigentlich schon ziemlich edel. Auf jeden Ja, Fall. da hat er auch nicht damit gerechnet, dass ich hier so den Fehler mache. Ja, wie immer. Also in den wenigsten Fällen rechnen sie, dass du genau von der Stelle kommst, wo du daneben herkommst. Ja, jetzt gib ihm hier ordentlich jetzt. Ja, man wird auch noch oft sehen, dass Genau, der ja. Herr. Nein, aber schau mal, das ist richtig. Wenn ich mir überlege, ich würde den jetzt hier mit einem Schaftschlag wegklopfen, das wäre langweilig, ja. Gerade eben auch gesehen, eine Sekunde später fällt er erst um. So nach dem Motto, oh, er hat mich ja getroffen, ich muss jetzt umfallen. Ja. Nee, das ist auf jeden Fall, ist hier ein bisschen verkackt, muss man leider sagen. Die Kollisionsabfrage liegt natürlich an der Internetverbindung, ganz klar, am Ping. Hier hat man auch selten einen guten Ping erwischt. Aber dafür ist die Engine und einfach das falsche Konzept ist super gelungen, finde ich. Also dafür liebe ich das Spiel, ja. Würde ich auch immer noch spielen. Leider gibt es jetzt nicht mehr so viele begeisterte Mitspieler. Aber ich glaube, in Zukunft, so ab November, Dezember, kann man doch mal so die ein oder andere private Runde nochmal aufnehmen. Vielleicht können wir ja auch mal ein paar Mitstreiter. Wenn ihr Interesse habt, einfach kommentieren oder eine persönliche Nachricht schicken, wie ihr wollt. Ja, beliebter Platz hier oben auf der Kirche. Tja, und da hat der Ami jetzt nicht schnell genug geschaltet. Das sieht so lustig aus. Und dann legen wir ihn weg. Ja, mein Gott, er hätte ja schon früher draufschlagen können oder direkt runterhalten. Hier auf der Treppe, da bist du ja. Nein, nicht Treppe, Leiter, da bist du ja eigentlich ziemlich anfällig, aber er hat nichts getan und den geben wir auch noch damit. Gewehr schwebt da so in der Luft. Ja, das ist. Und vor allen Dingen die Dinger leuchten immer, das ist ein bisschen nervig. Ja, Wahnsinn, wie viel Kills hier? 25? Ungefähr, ne? Also nicht schlecht. Ja, hier 46 Abschüsse, der Wahnsinn. tödlichste, ja. Wunderbar, wunderbar. Ja, das fand ich sehr cool. Wie gesagt, weitere Medal of Honor Airborne Videos liegen noch auf dem Lager. Ein weiteres. Ein weiteres, gut, okay, Ein weiteres. aber es Die kommt noch anderen mehrere. sind damals nicht in HD-Qualität aufgenommen worden. Das ist das Problem gewesen, da war der Rechner noch zu schwach und. Aber dann habe ich halt gesagt, jetzt hier nützt es aus. HD kommt irgendwann auch auf YouTube. Und ja, es ist gekommen und Gott sei Dank habe ich hier noch zwei HD-Videos aufgenommen für Airborne. Und
ja, falls es einen interessiert, man kann natürlich das andere Zeug auch uploaden. Ist natürlich ein bisschen Augenkrebs, aber ja, das ist... Ja gut, aber wie du spielst, darum geht es ja in der Hauptsache und das ist echt nicht zu toppen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also ja, wir können es gerne hochladen, also Videos liegen rum und... Genau, gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ihr kommentiert fleißig, bewertet fleißig. Was heißt bewertet? Klickt schön auf mag ich, beziehungsweise like. Und wir hören uns dann wieder bald. Danke auch nochmal nach München an den 3838 Special. So. Ja, jetzt darfst du auch noch Tschüss sagen. Ich darf auch noch Tschüss sagen. Oh mein Gott, was für eine Ehre. Meine Herren, Damen und was auch immer. Ja, ich darf Tschüss sagen. Also, Tschüss aus München. Ja, freue mich. Und wir hoffen, dass wir uns demnächst dann auch wiedersehen, wenn es mal wieder heißt, wir knallen die Alliierten ab, ja? Und nicht die Deutschen. Wir arbeiten da ja immer so ein bisschen dagegen. Da fällt mir nämlich noch der Kommentar ein, dass einer gefragt hat, ja, why you always shooting the allies? Ja. Und, ja, ne? Richie hat dann ganz cool geantwortet, ja, because everyone shoots them and we want to be different. So ist es. Das sind wir ja auch, das muss man festhalten. Wir, ja. Wir sind das und wir machen auch so weiter. Ja. Richtig. Gut, bis zum nächsten Mal.